Heute wurde die große Umfrage zum Discobus präsentiert, die ist ja heuer angelaufen und da haben sehr viele Jugendliche aus dem Burgenland mitgemacht. Es sind noch einige Verbesserungsvorschläge gekommen, beispielsweise, dass sich die jungen Menschen wünschen, dass die Fahrzeiten ein bisschen nach hinten geschoben werden und auch, dass bestimmte Destinationen mehr angefahren werden. Das wird der Verein entsprechend berücksichtigen und ich als Jugendlandesrätin halte den Discobus ohnehin für eine großartige Initiative, vor allem was Verkehrssicherheit betrifft für Jugendliche. Die Eltern können ruhiger schlafen, trägt auch zum Umweltschutz natürlich bei, wenn man mit dem Bus fährt und nicht jeder Einzelne mit dem Auto. Und letztendlich ist es auch für die Jugendlichen eine gute Gelegenheit zu mehr Selbstständigkeit und mehr Eigenverantwortung.